Da sind wir also bei Logarts Burg. Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Mario und sein Kumpane Kupio sind hier angelangt. Das ist also Logarts Burg. Tatsächlich, da kriegt man schon weiche Knie. Ach, warum denn? Sieht doch sehr schön grün aus und die Brücke ist ohnehin eingestürzt. Da kann man wohl nichts machen. Komm, wir gehen zurück. Game over. Ich sollte damit keine Scherze machen. Oft genug in Paper Mario kriegt man den Game over Screen. Recht schnell zu Gesicht. Super Paper Mario Hust. Okay, hier ist der Orden KP Plus. Oh, Platsch. Geben. Hast du denn schon dein Seepferdchen? Mein lieber Cooper, obwohl es. Du bist eine Schildkröte, du musst dich eigentlich so mit dem nassen Element auskennen. Sollen wir uns heilen? Haben wir das nötig? Eigentlich sieht Mario noch sehr senkrecht aus. So, Papierflieger, Action auf Y. Die Startbahn und so kommt man über die kaputte Brücke. Bums, voll aufgespießt. Und da oben, diese Bahn, die er da oben gesehen hat, so kommt man einfach wieder zurück, ne? Wenn ich das ganz kurz demonstrieren darf. Nein, nicht demonstrieren, einfach zeigen. Ne, das ist wieder so eine Bahn, da kann man wieder über die kaputte Brücke hinweg. So, das sind... Knochen! Also nicht der hier, das ist natürlich ein... Oh, ein Paracooper jetzt erstmals mit dabei. Das andere waren Knochen-Coopers. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man einen Knochen-Cooper hat oder... ein Knochen-Trocken. Da gibt's durchaus... Kann man differenzieren. So, Kupio, willst du mal ein bisschen dich nützlich machen? Fein. Ich muss dann versuchen, nochmal die coolen Momente rauszufiltern. Egal, mach den einfach weg. Dann müsste die Sache erledigt sein. Nein? Schade, Marmelade. Aber jetzt. Gut. Im wahrsten Sinne des Wortes, stand ja auch da. Gut ist gut. Roulette Action. Nein. Ein Pilz, aber es war nicht der richtige. So, könntest du gerade dich nochmal bitte auf den Rücken legen? Das hätte was für sich. Und jetzt greif deine Hartgenossen an, bitte. Also, nur schon ein bisschen rausfiltern, wie das mit Kupio der Fall ist. Dann gebe ich dir jetzt mal volle Breitseite und dann müsste es eigentlich auch schon geschehen sein. Ja, schon ist gut. Und ich war jetzt so blöd, hab den Paracooper gar nicht analysiert. Einfach weil ich Gumbrina nicht dabei habe. Was heißt nicht dabei habe? Ich kann zu ihr wechseln, aber ich habe jetzt im ersten Moment nicht dran gedacht. Ich bekomme noch mehr. Das sind noch einige. Ja, aber dann ist es doch kein. Dann ist es doch kein. Doch, ist er noch. Gut, pass auf, wie wechsle ich denn? Taktik? Austauschen. Okay. Du musst mal ganz kurz, bitte, Gumbrina, weil du bist einfach awesome. Und du sagst uns jetzt, was der Gegner kann, den ich schon mal erledigt habe eben. Das ist ein Paracooper. Kurz gesagt, sind Paracoopers geflügelte Coopers. Maximale KP 4, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Die Luftangriffe sind fies. Springst du aber auf sie, stürzt sie ab und werden zu normalen Coopers. Wenn du dann noch einmal auf sie springst, sind sie vollkommen hilflos. Aber merkt ihr, Paracoopers besiegt du am leichtesten mit gezielten Sprüngen. Naja, leider nicht abwehren. Ja, die Luftangriffe muss man abtimen. Definitiv. Oh, das eigentlich auch. Macht rein gar nichts, dann befolge ich den Rat. Und das wäre schon mal erledigt. Machen wir die erstmal platt und dann haben wir ein Problem weniger. Ich sollte jetzt schon Items benutzen. Wird mir langsam zu viel und... Warum sollen sich die Items stapeln in meinem Inventar, wenn wir... Obwohl, was heißt stapeln? Ja, mach trotzdem, komm. Zur Feier des Tages bekommt ihr ein bisschen was ab hier. Nichtsdestotrotz werde ich mich wie auch im letzten Part daran halten, immer mal gerne jetzt die Kämpfe ein bisschen rauszuschnippeln, aus dem einfachen Grund, es wird sonst zu lang. Also die Kämpfe wiederholen sich immer und immer wieder, ist eben so, ist einfach so. Ich war so ein Zuschauer, ach, der wollte mir ein Item geben, ich hab den falschen erwischt. Sorry! Ja, damit es nicht zu langwierig wird, also Kämpfe, die wirklich nichts zu bieten haben. Man soll da möglichst viele Kämpfe mitmachen. Kämpfe, die überhaupt nichts zu bieten haben, werde ich euch dann rausschneiden. Hat er im letzten Part ganz gut gefunzt. So, weil das hier war jetzt auch eine langwierige Angelegenheit. Ihr wart dabei, ihr habt es gesehen.
Und wenn vergleichbare Kämpfe kommen, dann mache ich euch das attraktiver. Zum Beispiel den da bestimmt. Dafür gab es einen Pilz, wie ihr gesehen habt. Was haben wir hier noch Feines? Mario trifft Gegner, solange das Action-Kommando stimmt. Ja, der Power Daus, den sollten wir unbedingt benutzen. Aber ich gehe jetzt ganz kurz nochmal zurück und nehme dann doch das... Obwohl ich einen Pilz habe, ne? Aber den möchte ich jetzt aufbewahren. Ich nehme halt mal den Block, der sich vorne befunden hat. Ja, muss jetzt einfach mal sein. Ja, so. Ja, es ist Gumprina. Es ist Gumprina. Wie ein Papierflieger im Wind. War jetzt vielleicht gar nicht so verkehrt, erstmal alle Gegner aus dem Weg zu räumen und sich dann zu heilen. Anstatt ich das am Anfang des Parts mache, hat es natürlich die besagte Menge an Münzen abgezogen. Alles hat seinen Preis auf dieser Welt. Jetzt werden wir auch den ultimativen Beweis sehen, ob Gegner respawnen oder nicht. Und ich tippe mal, sie respawnen. Ich glaube, das ist so. Aber mal gucken. Hallo? Nein, doch nicht. Hätte sein können. Da kann man ja seine ganzen Punkte, seine Level-Ups bis ins Unermessliche treiben. Ist allerdings nicht der Fall. Gut, es geht weiter. Es bleibt spannend. Kupio meldet sich zu Bord. Nanu? Ein alter Bekannter. Diese Knochen erinnern mich irgendwie an meinen Vater. Ganz bestimmt. Vater! Wie traurig. Aber... Mario, mein Vater hat ja noch einen Brief in der Hand. Was sollen wir tun? Willst du den Brief lesen? Lesen! Gut, lass ihn uns lesen. Also, ich wollte gegen Logart kämpfen, aber jetzt ist mein eigenes Ende nah. Immerhin konnte ich herausfinden, dass Logart einen Schwachpunkt hat. Die schreckliche Logart fürchtet ein Tier, das mit F beginnt und mit Sch endet. Fisch, Frosch, Fischgesicht. Ein Item, das diesen Schwachpunkt ausnutzt, befindet sich in dieser Burg. Um Logart zu besiegen, muss man dieses Item wohl zuerst mal finden. Logart ist auch listig. Gerät sie in Gefahr, so stellt sie ihren Gegnern in Fallen. Lass dich im Kampf nicht überlisten. Verlasse dich auf deinen Instinkt. Mich verlässt die Kraft. So beende ich diesen Brief. Mein Gruß an meinen Sohn Colorado. Ich werde dich immer lieben. Nanu? Colorado? Nicht Kupio? Ja, anscheinend war das doch nicht mein Vater. Ob die Knochen da drüben wohl die Knochen von meinem Vater sind? Ja, Colorado, der Cooper aus Paper Mario 1 für das N64, der Archäologe oder was es war, ne? Gut. Diese Burg zu betreten zeugt von eurem Mut und von eurem Leichtsinn. Doch euer Abenteuer muss an dieser Stelle enden. So hört den Ruf der Kruft. OMG. Ja. Was sind das für Typen? Mario, das ist gar nicht gut. Die drängen uns zurück. Was sollen wir tun? Mach mal die Bahn frei hier. Da hau ich immer mit dem Hammer drauf. Das läuft schon. Okay. Den jetzt auch... ja, den müssen wir scannen, den roten. Flucht nicht möglich. Ganz schöner Haufen ist es. Aber wie gesagt, wir müssen halt erstmal Gumprina ranlassen. Da hilft alles nichts. Wir scannen, was nicht nidonagelfest ist. Klar, die Knochen-Coopers haben wir auch noch nicht, aber die kommen noch oft genug. Ein roter Knochen-Cooper, irgendwie gruselig, so ganz in Rot. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ein ziemlich starker Angriff. Und auch wenn seine KP auf 0 sinken, kann er später wieder auferstehen. Vielleicht solltest du erst die anderen Knochen-Coopers ausschalten? Aber pass auf, wenn er sich bedrängt fühlt, ruft der rote Knochen-Cooper Verstärkung. Gut. Komm mal gar nicht in die Altitüte. Lidl. Real. Ups. Und... auf Gumprina. So. Da hilft alles nichts. Kupio sollte wieder ran. Weil er mit seinem Powerpanzer da was anrichten kann. Wollen wir nochmal sehen. Nice. Weil die haben, die einzelnen haben, also die anderen haben nur ein KP und die sind damit weg. Voll auf die Nase, ey. Und was machen wir mit ihm? Ja, er kann... Ihr werdet sehen, denke ich mal. Wir springen ein bisschen auf der Nase herum. Was nichts bringt. Müssen wir mit dem Hammer attackieren. Gut zu wissen. Machen wir mal einen Panzerstoß. Okay.
Ich kann das kontern. So, dann gibt's. Soll ich den Powerhauer? Sind wir mal nicht so. Ah, ohne das Cool-Manöver, aber egal. Da geht er down, da geht er down. Normalerweise baut er sich seine Gefährten wieder auf. Also legt da Knochen auf den Haufen und die wachsen dann wieder zu einem normalen Knochen-Cooper zusammen. Und auch die können wieder welche aufbauen. Wäre dann interessant gewesen, aber ich habe ihm keine Chance gelassen. Überhaupt, soweit. Ja, hat keine Chance. So, und jetzt kann ich mich mir den normalen zuwidmen. Voll auf die Möhre, ey. Wie gesagt, die haben ja nur ein KP. Jetzt ist es an der Zeit. Also gut, austauschen, Grumprina, let's go. Scannen wir die normalen, bitte. Was sagt dein lustiges Taschenbuch? Das ist ein Knochen-Cooper, wie auch der Name sagt, ein etwas verknöcherter Cooper. Maximale KP 1, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Diese Biester werfen mit Knochen und reproduzieren sich auf rätselhafte Art. Und das heißt, du solltest in einem Zug so viele wie möglich von ihnen erledigen. Ja, auch da bieten sich natürlich... Ja, sieht man mal. So hätte auch er die anderen zusammengebaut. Ja, eine Feuerblume bietet sich an. Aber da muss man natürlich schon mal sehen. Ah, ja, weiß ich ja nie, auf wen die zielen. Ja, dann... Kommst du bitte her. Schwierig zu sagen. Na komm, wir... ein bisschen Spaß mit meinen Blütenpunkten. Und erledige die Schritt für Schritt. Obwohl es ziemlich viel abzieht, wenn die jetzt alle immer werfen dürfen. Und sich auch wieder... Ah ja, stimmt. Das stimmt natürlich. Wenn die sich auch wieder aufbauen und so, das ist auf Dauer gar nicht gut. Ich hätte schon Kupios Special Tactic benutzen sollen. Aber mal sehen, vielleicht haben sie ja keinen Bock sich da... Ja, Vorsicht. Aber ich habe einen Pilz bekommen. Das erledigt auch wieder einen. Und der letzte wird jetzt hoffentlich sein Knöchelchen werfen. Gut. Haben wir das. Gibt einfache Jobs auf der Welt. Aber so müsste es klappen. Nice. Wenn wir dann irgendwann nochmal wieder Level Up haben, ist auch alles wieder aufgefüllt. Ob ich so lange überlebe, das ist eine gute Frage. Jaching, jaching. Aber immer her mit den guten Sachen. Okay, es hat noch als erster Angriff gezählt. Und wieder so ein ansteigender Kampf. Ich würde sagen, den schneide ich und bis gleich. Die war nicht der Rede wert. Und noch ein Pilz. Ja, das lohnt sich ja fast schon wieder, dass wir uns heilen. Aber erstmal hier eine Insignie. Irgendwie ein bisschen anders geschrieben als in Mario Sunshine, was? Ein seltenes Objekt. Welche Kraft mag es wohl haben? Ja, damit kann man die einzelnen Charaktere stärker machen. Jetzt aber mal genug von Kämpfen. Es geht wieder ein bisschen um die Taktik hier. Ein kleines Rätsel. Müssen wir mal gucken, was die einzelnen... Ja, das sind diese Plattformen. Ich demonstriere das mal. Warte mal, ich muss mal... Okay, man muss gedrückt halten. Das wollte ich jetzt einfach mal wissen. Und zwar, das Ding taucht auf. Ich mache auch das mal. Gut, es geht nicht hoch, weil der Block im Weg ist. War das so? Nein. Gut, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, ich muss mit Mario einfach erstmal drüber und den weißen Block erledigen. Ach, den gelben natürlich. Ich weiß, dass es hier zwei Sternsplitter gibt. So, und jetzt wird er nach oben können. Aber erstmal kümmere ich mich. Ja, ja, ich habe schon verstanden, das Prinzip. Ist jetzt alles klar. Wir müssen jetzt Kupio hier behalten. Ist ein bisschen blöd, jetzt X gedrückt zu halten, dabei zu springen, aber... Ist schon loslassen und es geht aufwärts. Ja! Sternsplitter, ein herrlicher Sternsplitter. Ganz genau. Dann holen wir das jetzt mal zurück, da will ich einfach nur drauf. Und hier gibt es auch noch was Kleines zu entdecken. Weiß noch nicht, wie das Ganze physikalisch möglich ist, aber es ist in Ordnung. Ich freue mich, dass es geht. So, jetzt komme ich hier nach oben und da braucht es einen beherzten Sprung für diesen Sternsplitter. Ganz genau. Hier noch irgendwas Tolles, Cooles? Nein, gar nicht. Warum? Warum ist dann die Plattform so lang? Ergibt wenig Sinn. So.
Und jetzt kann ich hier auch aufmachen. Damit komme ich wieder rum. Wohin? Da dran. Warum denn auch nicht? Burgschlüssel erhalten. Dann dreh's mal wieder um. Ja. Kaum der Rede wert, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Ich würde es aber dann doch schon gerne... Das ist das Team und die Items sind oben. Genau, okay, wollte nur mal wissen. Dann benutze ich jetzt leider doch halt mal einen Pilz, weil ich will hier nicht... Ja, nicht in die Knie gehen. So. Der Weg geht weiter. Nette kleine Rätsel, die sich sehen lassen können. Oder? Was meint ihr? Läuft, oder? Und wie es läuft. Die Nase, die läuft. Speicherblock, aber der Part ist noch nicht vorbei, keine Angst. Das bedeutet ja auch nichts. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Der Weg geht weiter und der Weg geht nach oben. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem... Orden ist auf... Ja, das ist auf dem Steuerkreuz. Dauts Orden, ja gut. Der ist wichtig, denn den brauchen wir. Ich werde jetzt die nächsten Level-Ups dazu nutzen, die Orden anzulegen. Ich weiß nicht, ich gucke mich erstmal unten um. Bin nicht mehr so ganz sicher. Hier gefällt's mir. Alles kaum der Rede wert. Der nächste bitte. Noch weniger relevant. Dafür gibt es aber eine Feuerblume. Endlich mal was Schönes. Und sogar ein bisschen. Bisschen Heilung. So, gucken wir mal hier. Ja, da ist wieder jemand Gutes Altes gefragt. Ihr könnt es euch schon fast denken, was hier verlangt ist. Und zwar, ja, die anderen kriegen wir nicht auf. Die anderen Tore. Aber da gibt es später noch eine Lösung. So, was haben wir denn hier noch Feines? Das ist eine Truhe. Hm. Ja, das ist das alte... Wir hatten schon mal so eine Truhe direkt zu Beginn. Ich denke mal, wir können erstmal weitergehen. Merkwürdige Löcher im Boden. Auch da ist nicht mehr vorauszusehen, was geschehen wird. Ein schwarzer Schlüssel für uns. Er öffnet eine schwarze Truhe. Mario, schau mal, was da ist. Dun, 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 dun. Das ist übel. Ich schätze, es wäre besser, wir würden fliehen. Tja, ich glaube, ihr wollt nicht als Fakire enden, oder? Sehe ich aus wie ein Pfannkuchen. Naja, aber das Zeitlimit ist dann doch sehr großzügig bemessen. Ich glaube, ich gehe sogar auf Anhieb den richtigen Weg. Tja, so läuft's. Das ist der Ausweg aus diesem vermeintlichen Labyrinth. Panikmache. Für umsonst. Ah, anscheinend haben wir es geschafft. Also, wir haben jetzt einen Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch die Truhe öffnen. Das machen wir doch gleich mal, oder? Machen wir das? Ja. Lange waren keine Gäste in diesen Gemäuern. Was? Ein legendärer Held? Weil du meine Stimme hören kannst? Eine bizarre Idee. Überhaupt nicht. Ich denke, jeder kann meine Stimme hören. Ich hätte bis auf den Trick hereingefallen. Aber egal, du wirst mich vielleicht trotzdem aus dieser Kiste befreien. Es ist ein wenig eng hier drin, ich bin schon ziemlich lange eingesperrt. Du musst nur den Schlüssel finden und die blöde Truhe aufschließen. Was? Ich würde dich sowieso mit einem Fluch belegen, sobald du die Kiste öffnest? Wer macht denn sowas? Es ist doch schrecklich. Nein, sowas würde ich auf gar keinen Fall machen. Niemals versprochen. Wenn du mich rettest, kann ich dir vielleicht auch helfen. Quasi zum Dank. Man muss sich doch gegenseitig helfen, das ist wie ein Geben und Nehmen. Na, jedenfalls wäre ich froh, wenn du mit dem Schlüssel diese Kiste aufschließt. Ja, mach das doch. Oh, du hast den Schlüssel. Wunderbar. Du Tor! So wie töricht. Leichtes Déjà-vu an der Stelle. Was bist du für ein Narr? Aber meine Lügen waren wohl zu geschickt. Aber diese Burg ist ohnehin eine Falle, aus der es kein Entkommen gibt. Du wirst in diesen Mauern elendig krepieren. Aber vorher wird dich noch mein schrecklicher Fluch treffen. So sei denn verflucht. Damit bist du verflucht. Selber schuld. Und dieser Fluch ist noch viel, viel schrecklicher als der letzte. Drückst du R,
So dreht sich dein Körper wie ein Blatt im Wind. Ach, wie schrecklich. Und nun zeig mir deine Gestalt in all ihrer Erbärmlichkeit. Halte er gedrückt und blicke deinem Schicksal in die Augen. Was soll das? Zeig mir deine verrückte Gestalt. Halte er gedrückt. Okay, gedrückt halten. Zufrieden? Ahaha, nun, wie gefällt dir deine jämmerliche Gestalt? Der Fluch hält an, so lange, wie du er gedrückt hast. Springen, laufen, alle deine Bewegungen werden absolut jämmerlich aussehen. Hast du verstanden, was dieser Fluch dir antut? Nicht die Bohne? Ja, verstanden. Nun lebe wohl, du Narr! Ja, das ist absolut schrecklich. Einfach nur schrecklich. Und mit diesem übelst schrecklichen Fluch kann ich auch hier überall... Warum kann ich es nicht? Kann ich hier überall lang spazieren und die Sachen einsammeln. Ja, zum Beispiel auch diesen Orden. Sound FXA. Beim Angriff gibt Mario Froschlaute von sich. Ja, da werde ich noch mehr an Land ziehen. Sind nämlich ein paar Sachen versteckt gewesen. Zu den Gemäuern gehe ich hin, zu den Zellen, wo wir waren. Und dann geht's weiter im nächsten Part. Also nicht verpassen, Daumen hoch oder Daumen runter. Paper Mario wird immer runter. Bis dann und ciao.